Lieber Sebastian, genau, lieber Sebastian, es geht um die Terrier. Und ich habe mich dann durch dich, in unser Rassenschaubild jetzt auch ein bisschen mehr in die Materie reingelesen, ein bisschen mich informiert. Und es gibt über 20 verschiedene Terrierformen, die wir jetzt hier heute sehen, ungefähr, kann man das so sagen? Also es gibt noch weit mehr, es gibt fast doppelt so viele insgesamt. Wir haben jetzt um die 20 mitgebracht. Ja, schön. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, von bis, was alles Terrier ist. Und dann schauen wir uns doch einfach mal an. Hier ist das Rasseschaubild Terrier. Und Sebastian, sehr gerne kommentieren und erklären, wie wir ihn sehen. Dann starten wir mit unserem größten Terrier. Das ist der russische schwarze Terrier. Es ist auch gleich unsere größte Ausnahme, ein Terrier, der eigentlich zu den Kolossern zählt und von russischem Militär gezüchtet wurde für den Grenzschutz etc. Gefolgt vom Erdell-Terrier, dem König der Terrier, eine alte Gebrauchs- und Diensthunderasse, die aus Yorkshire stammt, aus England. Es darf auch gerne geklatscht werden, wenn Sie schon teilnehmen. Darauf folgt der Terrier-Terrier, aus Irland stammt. Der war irischer Nationalhund, Maskottchen der irischen Patrioten, hat ein anderes weißes Haar, ähnlich wie der darauf folgende Irish Soft-Coated-Terrier. Alle Farmhunde in Irland, die für alle möglichen Arbeiten geschätzt wurden, ähnlich wie der darauf folgende rote Irish Terrier, der rote Teufel oder der Hund aus Gold, wie wir heute sagen. Dann folgen zwei Rassen Fox Terrier, den glatthaarigen und den rauhaarigen, den wir heute auch als Jagdhund oder als Begleitung schätzen, mit vielfältigen Funktionen. Danach die etwas flauschigeren Badminton Terrier, der Wolf und Schafspitz, wie wir sagen, wurde Greyhound eingekreuzt, der schnell und der starke Hunde. Dann kommt der Boston Terrier, der ein bisschen an eine Bulldogge erinnert, aus Schlag auf den genau wie das ist, ein bisschen sportlicher aufgestellt ist, und USA in einer Begleitung gewesen. Danach der Welsh Terrier. Wahrscheinlich unsere älteste Terrierrasse, also der Ursprung vieler Terrierrassen, sind diese alten direkten Tonterrier gewesen, das wird wohl der Welsh gewesen sein. Dann haben wir die Border Terrier, wie der Name sagt, aus der Grenzregion stammen, die zur Pferde genutzt wurden und auch heute in der Geschätzung als Jagdhunde, aber auch als Begleithunde. Dann Kernterrier. Wo sind wir denn jetzt gerade? Einmal anzeichen zu machen. Kernterrier punktual. Eine schottische Hunderasse, man nennt sie auch ganz nach dem schottischen Dackel, also ähnlicher Gebrauch dort. Dann haben wir den Westfalen White Terrier, den Westie, den viele ja kennen. Dann die Scottish Terrier, also starke, kräftige schottische Jagdhunde. Dann haben wir die Sealion Terrier, auch eine walisische Terrierrasse, die speziell auch zur Fuchs- und Dachsjagd gezüchtet worden ist. Die Clown Terrier, wie wir ihn nennen. Dann die Australian Terrier. Hart arbeitende australische Farm. Wo sind jetzt die Australien-Terrier? Wo sind denn die Australien-Terrier? Linken einmal. Dann haben wir einen Norfolk-Terrier. Norfolk-Terrier einmal linken. Sophie einmal linken. Norfolk-Terrier, eine kleinere Hunderasse. Dann haben wir unsere kleinste Hunderasse, den Yorkshire-Terrier, der auch den meisten sicherlich bekannt sein dürfte. Genau. Und dann sind wir schon im Raum. Genau. Und dann erstmal dafür für all das super knackige, tolle Fachwissen, die ganze Situation rund um die Terrier. Dieser Terrier. Danke schön. Vielen, vielen Dank dafür. Da würde man gar nicht drauf kommen, weil es ja wirklich wahnsinnig verschieden ist. Aber es gab es dann so den Ur-Terrier, von dem dann immer das so mitgezüchtet wurde? Genau, also wie gesagt, es gibt nicht wirklich viele Aufzeichnungen, was die Terrierzucht angeht, weil es waren immer acht Gebrauchshunde, die einfach funktionieren mussten. Keine Zeit gehabt, irgendwas aufzuschreiben. Aber es wird immer mal wieder schon vor 1000 Jahren die sogenannte Accent-Terrier erwähnt. Und wir haben den Welsh-Terrier hier, den Welsh einmal nochmal linken, so ähnlich sahen wie diese ursprünglich typisierten oder verschiedenen Terrier mal aus. Und darauf ist diese Vielfalt dann entstanden. Wollen wir uns nochmal vielleicht ein, zwei verschiedene hierher? Ja, also gerne. Ich würde mich gerne die russische. Die russische unsere Ausnahme kommt einmal vielleicht zu mir in die Mitte, die russischen Schwarzen. Und für alle anderen, es tut mir leid, wenn wir sonst eine Rasseschaubild haben, dann haben wir vielleicht 10. Das sind die gewohnt. Die stehen dann an einer Seite, aber es ist jetzt sehr, sehr voll. Aber dass wir die Möglichkeit haben, also einen kleinen Ausschnitt oder vielleicht die Hälfte der Terrierrassen immer zu zeigen. Das sind die leider gewohnt. Wir sind viel Kummer gewohnt. Oh, dann erstmal ja.
herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Die russische. Wurden dort gezüchtet oder wofür wurden sie? Ursprünglich vom Militär gezüchtet, um Militäranlagen zu bewachen, Grenzen zu bewachen, Gefängnisse zu bewachen, sogenannte Man-Stopper-Hunde. Okay. Ja, sie waren dann mit dem Niedergang der Sowjetunion sehr selten geworden und hat sich dann zurückgezüchtet. Also man hat den ursprünglichen Typ hergestellt und hat sich dann einer Terrierrasse auch bedient. Da steckt Area-Terrier drin. Okay. Ansonsten viel auf Schafbar, großer Riesen, schwarzer Riesenstarzer, wenn im Rottweiler, wenn im Fünfweiler zum Beispiel. Also das ist nur ein Hauptterrier. Und du hast gerade gesagt, hier ist, dass das Land Mans vorbei ist. Für die Jagd, für den Schutz, genau. Also was ist denn so, sagen wir, genau der Charakter, den man sich nach Hause holt bei einem Terrier? Oder kann man das gar nicht sagen, weil es so viele verschiedene Reihen hat? Wir haben natürlich Gemeinsamkeiten. Und das ist die Eigenständigkeit. Also alle Terrierrassen wurden dafür gezüchtet, eigenständig zu handeln und zu agieren. Das heißt, auf Situationen selbst einzuschätzen. Wenn die unter dem Bauch oder unter der Erde dem Fuchs gegenüberstanden, hatten die keine Chance zu fragen, ist das okay, wenn ich da jetzt zubeiße. Und deswegen waren es Hunde, die ihr Leben verteidigen mussten und sich in jeder Situation zurechtfinden müssen. Das tun sie eben auch im Haushalt oder wenn sie in der Familie gehalten werden. Man muss sie also überzeugen. Weniger erziehen, mehr überzeugen. Das haben sie gemacht. Das ist wirklich eine ganz besondere Charaktereigenschaft und wenn wir nicht noch einmal ein. Also jetzt haben wir immer die ganz große gesehen, vielleicht nochmal, um nochmal den Unterschied dazu zu holen. Dann reiht euch nochmal wieder vor die Elderterrier ein. Vielen, vielen Dank. Und dann wollte ich noch was Kleines machen. Vielleicht um das wirklich zu zeigen. Dann nehmen wir doch mal die Australien-Terrier. Da haben wir relativ viele, dass sie in die Mitte kommen und wirken. Da traue ich mich dann auch an. Die Briten waren ja bescheuert, die haben ja überall Hunde gezüchtet und als sie dann den Kontinent Australien besiedelten, haben die da eben auch nichts anderes gemacht. Ich sage auch immer, da ist Känguru mit eingezüchtet worden, weil die eine wahnsinnige Sprungkraft haben. Diese Hunde haben da harte Farmarbeit geleistet. Alle Terrier sind ja für die Schädlingsbekämpfung gezüchtet worden. Auch eine Hauptaufgabe war immer Ratten und Mäuse zu töten. In Australien waren es auch die Schlangen. Also die Hunde sind so schnell und gewandt, dass sie auch Schlangen killen können bis heute und auch Schafherden auf eine sehr eigentümliche Art und Weise zusammenhalten, denn die springen über die Schafrücken hinweg und reißen sie und reichen sie dann wieder ein. Also sehr, weil sonst kennt man das dann immer von Australian Shepherds, dass sie immer so runtergehen. So, ja. Also sie können die auch unter den Schafrücken, sind klein genug, aber sie hüpfen über die Schafrücken. Wahnsinn. Also das ist so das. Der Allround-Hund in Australien nach wie vor, die Outdoor-Variante, es gibt aber auch noch den Silbiterrier, der Indoor-Variante, sag ich mal. Und das sind hart arbeitende Fahrhunde, aber eben auch alltagstaugliche, robuste Kriterien. Sebastian, ich möchte jetzt schon mal einfach vielen recht herzlichen Dank sagen. Danke für den Einblick, danke, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben und dass die Hunde das so toll gemacht haben. Und das ist der Applaus für das. Danke, Sebastian. Und euch noch einen schönen Abend und gerne, ja, nochmal, könnt gerne noch eine Runde gehen und dann vielleicht dann gleich an der Seite raus und nochmal gerne unterstützen durch Musik und durch Applaus. Unser Rasseschauer ist die Sendung. Sebastian, vielen
Thank you.